Ups. Mal kurz die Vorrede ohne das Mikrofon für euch zu hören. Glück auf, guten Abend. Wenigen Gesprächen nach unserem Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen. Mit den beiden Trainern natürlich begrüßen wir zunächst die Gäste von der Weser hier oben auf dem Podium, Cheftrainer Florian Kohfeldt. Herr Kohfeldt, Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank. Ja, es war das für uns erwartet schwere Spiel. Ich fand, dass Schalke sehr aggressiv, sehr kompakt, sehr, sehr gut verteidigt hat. Das, was wir eigentlich gerne mögen, nämlich Spielkontrolle zu haben, haben wir nicht hingekriegt. Haben trotzdem ein, zwei Chancen auch erste Halbzeit uns rausgespielt. Aber auch jetzt nicht so die ganz glasklaren. Dann zweite Halbzeit haben wir Glück beim Stand von 0-0. Der Pfostentreffer gegen uns, wenn der reingeht, glaube ich, kann bei Schalke auch was passieren, was dann direkt danach bei uns passiert ist. Wir schießen das 1-0 und von dem Moment an hatte ich dann auch das Gefühl, dass wir das Spiel weitestgehend unter Kontrolle haben, machen dann natürlich auch relativ zügig und auch sehr schön das 2-0. Und so glaube ich, über 90 Minuten bei einem sehr schweren Auswärtsspiel im Pokalviertelfinale, wo man auch gemerkt hat, dass bei dem einen oder anderen der Fuß nicht so locker war wie in der Liga. In der Summe dann ein schweres Spiel und trotzdem aus meiner Sicht auch ein verdientes Weiterkommen. Ich wünsche Schalke 04, Lüb Stevens, alles Gute für den Rest der Saison und ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kohfeldt. Lüb, dein Kommentar. Ja, gratuliere an Bremen. Und wenn sie die Fehler macht, was wir gemacht haben, dann weiß sie, dass es schwierig wird gegen eine gut spielende Mannschaft wie Werder Bremen. Ich bin nicht unzufrieden über unser Spiel. Aber wir haben in bestimmten Momenten Fehler gemacht, sowohl offensiv als defensiv. Und die darf man nicht machen gegen eine Mannschaft, so wie Bremen spielt. Ja, dann weiß sie, dass sie Probleme bekommen. Und die haben wir auch bekommen. Nochmals Kompliment an Bremen für die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Aber ich bin nicht unzufrieden mit unserer Mannschaft. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte, dann darf ich ums Handzeichen bitten. Alles an der Stelle beantwortet? Doch, nicht ganz. Oh. Herr Kohfeldt, ein Wort vielleicht zu Milan Rašica. Der ist ja seit der Winterpause und gerade, denke ich mal, in den letzten paar Spielen in überragender Form. Ja, Milot hat die letzten Wochen schon, aber auch heute natürlich dann auch spielentscheidende Situationen gehabt. Aber das will ich auch gar nicht kleinreden, das macht er sehr gut. Aber er ist halt auch ein Profiteur von vielen Dingen, die vorher gut laufen. Davy Klaassen, Maxi Eggestein, Niklas Moisander, die sollte man dabei immer nicht vergessen. Und von daher freut es mich für Milot, weil er die entscheidenden Situationen hat. Aber er arbeitet vor allen Dingen auch sehr gut für die Mannschaft. Und das ist die Basis gegen den Ball. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr zufrieden mit ihm momentan. Peter? Ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig wiedergebe. Du hast in der ARD, glaube ich, gesagt, ich weiß, woran es liegt, aber ich kann es nicht sagen. Dann auf Nachfrage, ich bin doch nicht verrückt, das zu sagen. Nein, das tue ich auch nicht. Ja, das tue ich hier auch nicht. Ja, aber ich weiß, wo es dann liegt. Ja, aber ich muss doch wenigstens nachfragen. Ja, da kannst du fragen, aber du kriegst nicht keine Antwort darauf. Ja, liegt es denn daran, dass du mit der Mannschaft noch weiter zusammenarbeiten musst, um den Klassenerhalt zu sichern? Oder ja, natürlich müssen wir weiterarbeiten. Ja, oder ich habe doch auch gesagt, dass das nicht eine einfache Aufgabe ist. Aber ich habe jetzt, weiß ich, wo es anliegt. Aber du willst es nicht sagen. Nein, das will ich auch nicht sagen. Ich bespreche das mit den Spielern. Ich denke, dass die da Rechte auf haben. Okay, aber sind das Sachen, die möglicherweise jetzt eher Fehler der Vergangenheit sind? Oder? Ja, ich habe in die 3 Wochen, glaube ich, viele Fehler gemacht. Aber ich weiß nicht, welche Fehler. Okay. Noch nicht. Verstanden. Ja, naja. Gibt es weitere Fragen? Dann danken wir Ihnen allen und wünschen einen schönen Abend. Viel Erfolg.